Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Ja, ja. Mann, es ist nass. Ja. So, außerdem ist es hier immer noch mal ein bisschen dunkler als dann in Wirklichkeit. Darauf vertraue ich jetzt einfach, dass es dann heller aussieht. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Digge. Das ist der Ramses, das ist der Hannes. Moin. Und es ist morgens 9:30 in Deutschland. Was brauchst du da erstmal? Ein umfangreiches Frühstück. Was bietet sich zum Frühstück richtig gut an? Eier. Deswegen haben wir heute mal die Eiermaß vorbereitet, beziehungsweise die Eggmaß oder auch die Frühstücksmaß. Was weiß ich. Hannes hat eine Packung Eier. Ich habe eine Packung Eierlikör. Und wir haben natürlich Eierbier, ne? Weil es gar kein Eierbier gibt, hat der Hannes das rausgesucht und das ist, lesen wir mal Chiemseer, vor. Gebraut in Rosenheim am Inn, ein helles. Bitte Rückseite beachten, bitte nicht im Zusammenhang mit Eiern verzehren. Gut, das machen wir heute mal, denn der Eiskorb Jens hat uns ja wieder diese Maßkrüge gesponsert. Oh ja. Die letzten sind weggeflogen, hier ist schon alles durchgeweicht, es ist schon wieder bestes Wetter, es ist nämlich letzter Tag, wo Hannes da ist. Und immer am letzten Tag, wo Hannes da ist, fängt es an zu heulen, der Weh. Ist alles nass, komplett egal, was du machst. Wir sind heute dran, also mit einem weiteren Maßgetränk. Ach so, genau. Ich brauche erstmal ein Ei, weil wir werden machen ein Ei, ein Bier, ein Ei, ein Likör, ein Ei, sodass wir drei Eier in dieser Maß vereinen. Mal gucken, ob wir das schön hier ran zeigen können. Flatsch, wie das Ei da reinfliegt. Das könnt ihr gleich sehen, wie das jetzt hier drin liegt. Da ist ein Ei, weil Ei ist gut. Toll, deins hat seine Form behalten. Naja, meins schwimmt gerade auseinander. Dann natürlich als Grundierung ein Bier. Du hast gesagt, das ist das Chiemseer. Chiemseer, ja. Hell. Gebraut in Rosenheim am Inn. Das ist wichtig, dass, boy, dass man das nochmal dazu sagt. Da freut sich selbst das Bier. Genau. Heschenaya ist doch gar nicht da, trotzdem schäumt einfach alles über. Das kann ich sonst nur von ihr. Genau, Hannes. Ach, verdammt nochmal, das kam schon hoch. Ich dachte, sieht gleich so aus wie hier, aber es ist nochmal drin geblieben. So, ich finde es ja gut, wenn das Bier unten ist. Wenn man dann den Eierlikör draufsetzt, der ist bestimmt schwer und drückt sich unten ins Bier rein. Ich glaube, wenn du erst den Eierlikör hast und machst das Bier drauf, schwimmt das Bier einfach auf dem Eierlikör. Ich finde das geil mit dem Ei da drin. Das ist geil. Vor allem sieht aus wie eine Lavalampe. Die Lavamaß, die Lampenmaß, die irgendwas, irgendwie schwimmt das so ein Stück schon hoch, sieht aus wie im Reagenzglas. Das heißt, wir brauchen natürlich ein zweites Ei. Weil auf einem Ei kannst du nicht stehen, oder wie man sagt. Aber warte mal, da ist hier, es kommt jetzt hier, ist nass auf die Kamera. Das können wir aber nicht mal. So, ein zweites Ei für Hannes und für Mai. Opa! Schön, und schon wieder. Schönes Frühstücks. Das hängt unten drin alles. Ei. Sieht, das müssen wir noch mal zeigen, das geht gar nicht anders. Du musst das unbedingt noch mal zeigen. Wie war das bei Werner Zuckerei? Ich weiß nicht, was die da getrunken und gemacht haben. Wahrscheinlich haben die da schon die Eggmaß getestet. Jetzt auffüllen mit Eierlikör. Das ist wichtig. Das heißt, eigentlich ist es eine mega starke Maß, weil das hat nur 14%. Gut, ich nehme alles zurück. Ah, das wird eine ganz schöne... Füllt man das jetzt von oben ein, von unten ein? Ich tu mal bei mir einfach so rein. Da kam ein ganzer Brocken raus. Wenn du dran bist, jetzt sieht's aus wie die Schneemaß, füll mich einfach mal dein Glas dann. So, ich hab's erstmal bis zur Markierung gemacht, jetzt gebe ich dir die Flasche. Ist ja richtig der. Film jetzt mal, wie du einschenkst, diese Schneemaß, damit ihr mal seht, wie sich das vermischt. Wie genial das aussieht. Mit dem Schaum, das passt aber auch. Original, Fake, Schneemaß, ne? Das wär's.
der zum Karneval, wenn sie immer hier ihre Berliner machen mit Marmelade, dann machen sie Berliner mit Senf drin. Wir machen Schneemaß und stellen zwischendurch eine Eckmaß hin. Die denken alle, das ist lecker, gelbes Limo. Mit Vanilleeis drin, freuen sich das total. Werden, ne? Und dann plötzlich haben sie rohe Eier mit Eierlikör und sagen, boah, du hast mich total veräppelt. Ne? Das ist Schneemaß, die Fake Maß, auch genannt. Die Fake Maß, wir haben immer mehr Namen für das Ding. Da bin ich echt gespannt, wie das Zeug schmeckt. Ach Hannes, Spannung braucht man nicht. Wir brauchen Eier deswegen. Eier. Aber ich tu mal deins filmen, damit wir wenigstens auch mal ein Ei in der Nahaufnahme haben. Wie ein Ei nah da reingeht. So. Flapsch. Weg ist es. Magst du meins auch mal halten? Aber und aufs Glas filmen, damit wir das auch noch drin haben für die Eckmaß. Traue ich nicht. Ist jetzt, oh mein Gott, das wollte ich sagen, ist noch keine Schale reingegangen, aber ich glaube, das hat sich gerade erledigt. So, das ist jetzt auf jeden Fall die Eckmaß, ne? Müsst ihr vorsichtig sein. Ich glaube, da ecken einige an, wenn sie die trinken. Oder ihr eckt in der Gesellschaft an, wenn ihr die Eckmaß macht. Frisch, frei, fröhlich, runter damit. Für mehr Rezepte folgt uns auf YouTube. Wenn ihr noch Vorschläge für irgendwelche Maßgetränke habt, schreibt's rein. Wir heben jetzt unseren Beidel. Und sagen unsere kranke Maß weg. Wir probieren mal der Eckmaß. Ja, Prost. Hast du schon mal Eierpunsch getrunken? Ja. Ist das dann auch so? Oder ist es wie Eierlikör einfach nur? Ich schätze mal, das wird wirklich wie Eierlikör sein. Vom Bier wirst du wahrscheinlich nichts mehr davon schmecken. Eckpunsch, Eierpunsch, muss doch dasselbe sein. Dann Prost, Hannes. Prost. Lass dir schmecken. Es regnet. Gleich machen wir noch einen Raid. Boah. 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 Ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Hannes hat einen großen Hieb genommen. Ja, hat klar, sich weil das schlimmer Ei vorgestellt. Gleich, das Ei ist gleich mit runter. Ich hab's mir besser vorgestellt. Ich habe jetzt noch gar nichts von dem Eierlikör gemerkt, weil dieses schleimige Eiweiß, was oben rumschmiert, mit einem Stück von dem Eigelb reingeflutscht kam und total muffig war. Und das fand ich gerade richtig abartig. Aber warte mal, da komme ich auch noch hin zu dir. Man muss das obere Ei erstmal loswerden. Ja, dann das habe ich gerade weg. Es ist gerade weg. Ja, genau, so wird es dann irgendwann auch bei dem. Ja, das Ei wollte nicht. Das war die Eckmaß. Die ist immer noch. Nein, ich komm gerade auf die Konsistenz nicht klar. Dieses ganze wappelige Ei, was da drin ist. Das ist mir gerade zu viel. Einfach nochmal drei Stück da drin. Ich habe auch das Gefühl, die sind alle hochgeschwommen, weil, weiß ich nicht, ich dachte, ich habe eben schon was gehabt. Hier ist immer noch was und eben, das war auf jeden Fall ein Ganzes, was reinkam. Ja, ja, ein Ganzes hab ich am Anfang auch weggehabt. Dann Prost nochmal. Also wird es ja dann besser, wenn erstmal die Eier weg sind. Na, hoffen wir mal. Kaust du das Ei eigentlich? Nee, oder? Nee, im Ganzen runter. Ich habe da ein bisschen drauf. Nein, nicht kauen, das wird nichts. Ich habe da ein bisschen drauf gebissen und da ist es so nicht. Richtig im Mund gegangen. Gar nicht, sofort runter damit. Das war jetzt eine Mischung aus Bier und Eierlikör. Schmeckt auch sehr komisch. Ja, ist eine komische Kombination. Da trinke ich es lieber getrennt. Mein zweites Ei ist auch schon weg. Wenigstens haben wir kein weiteres Ei gehabt. Aber das zweite Ei ist jetzt wahrscheinlich noch drin. Ich habe noch ein Ei, ist bei mir noch, müsste noch irgendwo da drin sein. Es tut mir aber jetzt leid, wir verlassen das hier sonst immer sauber, aber gut, es regnet eh. Ja, das ist dann auch weg. Ich gehe davon aus, das Ei ist dann weg. Ne? Dann haben wir jetzt eine ganze Flasche Eierlikör da reingebummt. Boah. Oh. Das ist eine seltsame Kombination, muss ich echt sagen. Aber, ja. Seht ihr das? Also da ist eigentlich noch, da schwimmt halt, das schwimmt jetzt aber hinten.
Ein Ei habe ich hier noch. Hannes hat sein Ei beim. Ihr seht, da ist ja immer noch da hinten. Wenn du so trinkst, kommt erstmal alles andere bis auf das. Das ist sehr gut. Ein Ei habe ich jetzt. Zwei Eier sind weg. Eigentlich noch einen Schluck trinken, ohne dass das kommt. Boah, das ist eine Kombo. Der stockt sich gleich wieder auf. Das war ein Stück vom Ei. Ah, oh, okay. Ich glaube, das wird nichts mehr. Wir trinken das noch in Ruhe, glaube ich. Man muss es ja nicht übertreiben, ne? Und ja. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr auch mal die Eggmars testen wollt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr andere Ideen habt, ne? Die Fußnagelmars oder irgendwas. Ja, genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hannes, würdest du das nochmal trinken? Nein, ich nicht. Ich auch nicht. Ich glaube nicht. Deswegen haben wir es ja jetzt für euch getestet, dass ihr es nicht trinken müsst. Wetter passt wunderbar zur Stimmung. Genauso genau. Geht's mir nämlich jetzt innerlich einfach total. Also, peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Hannes. Macht's gut. Das war die Eggmars.